Die Ueckermünder Heide ist eine naturräumliche Einheit im Nordosten Deutschlands. Große Teile dieser Landschaft gehören zum Naturpark am Stettiner Haff. Hier finden wir zahlreiche Naturschutzgebiete. 9000 Hektar sind Naturerbeflächen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU. Zunächst ein Überblick über die Wald- und Heidegebiete der Ueckermünder Heide. Das größte Waldgebiet ist die Egesiner Heide, das bis hinüber nach Westfalen reicht. Die Ueckermünder Heide gehört zu den größten zusammenhängenden Waldgebieten Deutschlands. 80% davon sind Kiefernforste. Daneben gibt es Misch- und Auenwälder mit Eschen, Erlen, Birken, Eichen und Pappeln. Neben den ausgedehnten Waldbeständen findet man auch echte Heidelandschaften, wie hier in der Dolger Heide. Hier eine Übersicht über die Niederungsgebiete in der Ueckermünder Heide. Wiesen, vermoorte Flächen und Auenwälder kennzeichnen die Niederungen der Öcker, Zaro und Rando. Vom Torfabbau vergangener Zeiten zeugen heute vollgelaufene Torflöcher, wie dieses hier bei Grambin. Sumpflöcher bzw. Sölle findet man in den Niederungen der Öcker, Zaro und Rando. Entlang der Haffküste sind breite Schilfgürtel und Wiesen zu finden.
Eine weitere Landschaftsform in der Ueckermünder Heide sind die Binnendünen, besonders ausgeprägt im Naturschutzgebiet der Altwaber Binnendünen. Mit 23,8 Meter über Normalhöhen Null ist der Apothekerberg bei Liebgarten die höchste Erhebung im Kerngebiet der Ueckermünder Heide. Hierbei handelt es sich um eine Stauchmoräne. Hier der Aussichtsturm auf dem Apothekerberg. Das Naturschutzgebiet Albecker Seegrund ist ein riesiges Verlandungsmoor, entstanden durch Trockenlegung des Albecker Sees zu Zeiten des Preußenkönigs Friedrich II. Heute ist das auch norddeutsch bezeichnete Albecker Fenn Deutschlands größtes Kalkschwenkmoor. Blüten von Sägegräsern sind Anzeichen zunehmender Verlandung. Lediglich bei Ludwigshof ist noch eine Senke durch Ausbaggerung entstanden, mit Wasser gefüllt. Nach diesem Überblick über die Landschaftsformen der Ueckermünder Heide nun zur erdgeschichtlichen Entwicklung dieser naturräumlichen Einheit. Am Ende der letzten Eiszeit, der Weichselkaltzeit, vor ca. 10.000 bis 12.000 Jahren, versperrte ein riesiger Gletscherblock im Bereich der Odermündung und der heutigen Ueckermünder Heide den Abfluss der Schmelzwässer des Inlandeises. Es entstand der Haffstausee. In den Stillwasserbereichen des Haffstausees setzte nun die Sedimentation von Sanden und Tonen ein. Circa 50 Ziegeleien in einem Streifen zwischen Eggesin, Ueckermünde, Bernshof, Vogelsang, Warsin nutzten die reichen Tonvorkommen im 19. Jahrhundert. Die letzte Ziegelei schloss im Jahre 1997. Hier die ehemaligen Tongruben bei Lückow. Zahlreiche übersandete Toteisblöcke blieben auf dem Grund des Haffstausees zurück. Nach dem Abtauen des Toteises bildeten sich Senken und Löcher, die sich mit den Resten des Haffstausees und Niederschlägen füllten. So entstanden zum Beispiel der Eggesiner und der Albecker See. Zeitversetzt floss der Haffstausee über drei große Abflussbahnen ab, heute zum Teil erkennbar in Terrassenstufen. Die Schmelzwässer schnitten sich in die Grundmoräne ein und bildeten so die Urstromtäler der Öcker, Rando und Zaro. Zum Abschluss unserer Exkursion noch ein Blick auf ein angrenzendes Randgebiet der Ueckermünder Heide, die Friedländer Große Wiese. Die Friedländer Große Wiese ist ein Niedermoor, das in den Jahren 1958 bis 1966 trockengelegt wurde. Gitterförmig wurden Entwässerungsgräben angelegt. Als Durchströmungsmoor entwässert die Wiese in nordöstlicher Richtung in die Zaro. Heute ist der Moorkörper stark durch anhaltende Trockenheit geschädigt.